Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Goldene Edition Hard Gold. Wir werden jetzt versuchen, vierte Top 4 Mitglied, Melanie, ich glaube, so heißt sie. Ja, genau, Melanie von den Top 4 zu besiegen. Wir wissen, dass sie Unlicht-Pokémon einsetzen tut und wir wissen auch, dass sie nicht alt ist, trotz ihrer grauen Haare, obwohl die eigentlich silber sind. Aber das macht ja nichts. Wir versuchen das einfach mal. Ich fange mit einem Skibuna an. Ich fange einfach mal mit Raichu an. Mal schauen, was es bringt. Wir tun einfach mal einen Volt Tackle machen. Aber natürlich ist das Skibuna viel schneller und greift uns mit einem Ice Heap an, was das Raichu fast in den Pokéball zurückbringt. Aber zum Glück ist das Skibuna durch die Statik von Raichu paralysiert. Und damit sind wir auch etwas schneller. Aber leider ist der Rückstoßschaden vom Volt Tackle etwas zu groß für Raichu, weshalb es drauf gehen muss. Wir schmeißen jetzt einfach mal Mammutl rein. Auch ein Eis-Pokémon. Zum Wunder ist ja noch neben dem Undicht-Typ ein Eis-Pokémon und wir greifen mit Erdbeben an. Zum Glück sind wir natürlich schneller wegen der Paralyse von Simona, was die Initiative um die Hälfte, glaube ich, sinkt. Und es ist down. Das nächste Pokémon, was jetzt die Arena betritt, das ist ein Hundemon. Wer hat's gedacht? Schmeißen wir auch mal unser rein. Könnte ein lustiger Kampf werden. Ich weiß, dass das gegnerische Melanie, Hundemon von Melanie, auf jeden Fall nicht Feuerfänger oder sowas in der Art. Oder Flammkörper, ich weiß gar nicht. Als Attacke hat. Und das macht auch Ränkeschmied. Nicht schlecht. Ich mache jetzt einfach mal Finster Aura. Obwohl eigentlich hätte ich ja Flammhof machen können. Macht mir etwas mehr Schaden. Aber es zieht immerhin die Hälfte ab. Es boostet sich noch einmal mit Ränkeschmied. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, mit Flammwurf drauf zu hauen. Und jetzt, meine lieben Freunde, kann ich schon wieder sagen, fickt euch, ihr scheiß Pokewiki-Leute, die ihr wieder mich verarscht habt. Ihr Schweine! Da stand auch noch, dass das Hundemon nicht einmal Feuerfänger oder was weiß ich, was es hat, drauf. Nein, hat es nicht. Was hat, dieses Ding hat irgendwas mit, ach, keine Ahnung. Ich hasse solche Kinder, die sich bei Pokewiki anmelden und dann auch noch die Artikel verfälschen. Das gibt es schon mal. Habe ich schon mal herausgefunden. Ach du Scheiße, jetzt macht das Ganze. Alter, das plättet uns. Das plättet uns. Oh Gott, muss das jetzt sein? Wir schmeißen jetzt Jetman ein und wir tun jetzt mit. Wie heißt es? Mit dem Beleber unser Hundemann wiederbeleben, denn unser Hundemann ist etwas schneller. Zumindest habe ich so das in Erinnerung noch behalten. Es kommt wieder mit Matschbombe. Das unser Jetman natürlich sofort killt. Also das finde ich jetzt voll für den Arsch. Scheiß Idioten von Pokewiki. Die das hingeschrieben haben. Das ist Hundemon nicht Feuerfänger hat. Ich kann ja mal schnell gucken, ob ich mich nicht verguckt habe. So, ich habe den Beweis gefunden, meine lieben Freunde. Hier. Das ist das Hundemon, ja? Von Melanie. Frühwecker. Level 63 ist ja das eine von, was hier gerade im Kampf ist. Das regt mich gerade auf. So eine Scheiß. Was soll ich jetzt machen? Hundemon, stimmt. Wir müssen uns auch reinschmeißen und versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Mit Finsteraura. Natürlich. Wenn wir natürlich nicht killen, aber es wird sich ja jetzt eh heilen. Habe ich jetzt recht? Natürlich. Das war doch Finsteraura. Killt unser Hund immer noch 100%. Boah, das regt mich gerade so auf. Das muss ich irgendwie mit der nächsten treffenden Attacke richtig viel Schaden machen, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Genau. Da holen wir Mammutl rein.
bin mir ziemlich sicher, dass sich das, dass sich Melanie zu einem Top-Genesung, dass jetzt eingesetzt wird. Deshalb hauen wir einfach mal mit Erdbeben drauf und hoffen wirklich jetzt, dass dieses Erdbeben dieses Hundemon wirklich schnell besiegen wird. Und da seht ihr mal, wie schlimm ein Hundemon werden kann. Wenn es sich einmal geboostet hat, dann kann es einfach alles one-hitten. Genau deshalb habe ich es ins Team genommen, weil Hundemon ist erstens eines meiner Lieblings-Pokémon gewesen und zweitens ist es einfach cool und stark. Und wir haben es besiegt. Zum Glück. Wir haben nur noch zwei Pokémon. Zagelt. Dank Jetman. Und jetzt kommt ein Absol. Da schmeiße ich mal Rotom rein und werde es mal mit einer Donnerwelle angreifen lassen, damit das Absol paralysiert wird. Und das werde ich dann ausnutzen, um meine Pokémon ein wenig aufzufrischen mit Beleber und so weiter. Wir machen Donnerwelle. Gegebenenfalls können wir es einfach noch einmal noch verwirren mit Konfustrahl. Aber Nachthieb wird uns ein bisschen an Schaden machen. Nicht aufgrund der Tatsache, dass es einfach sehr effektiv ist. Aber ich glaube, das lassen wir erst einmal. Wir werden jetzt einfach mal Beleber einsetzen. Nachdem Rotom sich mit Überreste ein wenig KP zurückgebracht hat. Wo haben wir Herbert? Da. Herbert muss auf jeden Fall geheilt werden, obwohl es Nachteile hat gegenüber den Unlicht-Pokémon des Gegners. Sonst aber scheißegal sein, denn jetzt, meine lieben Freunde, werde ich jetzt das Herbert reinschmeißen. Wird bestimmt schneller sein als das Absol. Aber ich weiß nicht, soll ich es wirklich machen? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt wieder mal Mutl reinschmeißen und mit Erdbeben nochmal angreifen. Aber nein, jetzt macht Scanner. Hätte ich lieber predikten sollen, obwohl, wozu auch. Ich habe ja das Moveset bei Pokewiki noch nicht angeschaut. Ich will mich ja nicht einfach so spoilern lassen. Nur bei Hundemon habe ich einmal hingeschaut und genau das wurde mir zu Fängnis. Wie ihr ja gerade eben gesehen habt. Von wegen Feuerfänger bei Pokewiki. Aber das ist jetzt ein Thema, das ich gegessen hat. So, Erdbeben trifft und besiegt das Absol zum Glück. Mit einem ganz gut gezielten Treffer. So. Noch ein besiegtes Pokémon. Und dann ist Mamutl auf dem nächsten Level. Und jetzt kommt ein Krippuk rein. Das ist einer der Pokémon, die keine Schwächen haben. Weil es ein Geist- und Unlicht-Pokémon ist. Und die beiden Typen, die neben sich sozusagen die Schwächen der jeweiligen Typen auf. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ganz gut erklären soll. Und ich tue jetzt mal schnell mit Top-Drang mein Herbert auf volle KP bringen. Und das war jetzt denkbar scheiße. Nicht für mich, sondern für den Gegner, denn jetzt wurde mein Mamutl trotz allem von einem Fluch belegt, ja. Jetzt tauschen wir einfach mal zu Herbert aus. Hoffen wir, dass die nächste Attacke von Krippuk unser Herbert nicht so viel Schaden macht und tut. Ja, okay. Das war eigentlich super. Da tue ich eiskalt meinen Kumpfstrahl reintauschen und Herbert hat Tempomacher als Fähigkeit. Sowas wollen wir doch gerne sehen und wir machen Surfer. Aber ich muss ein bisschen AP sparen. Wie gesagt, ich habe keine Ether oder Elixiere in meiner Tasche, was mich ein wenig einschränkt in der Attackenauswahl momentan. Ich möchte mir die Psychokinese noch für den Champ aufbewahren. Die werde ich bestimmt brauchen. So. Was kommt jetzt rein? Ein Nachtara. Oh oh. Tauschen wir wieder zurück zum Mamutl. Dank des Hagels ist unser Blizzard sehr präzise. Wir hoffen auf einen Hex in Form von Frieren, aber nein, es flucht, steigert somit seine Verteidigung und Angriff natürlich auch, aber dafür wird die Initiative ein bisschen runtergemacht, aber das macht eigentlich gar nicht so viel aus, denn Mamutl ist eh schneller, warum auch immer,
Und wir werden weiter mit Blizzard angreifen. Und hier werde ich nicht auf AP sparen. Ich werde es mir hoffentlich hier leisten können. Und diese scheiß Citrobeere, die bringt einfach so viel KP zurück. Damals war es so, dass Citrobeere jedes Mal 30 KP zurückbringt, aber hier ab der vierten Generation hat man das etwas anders gemacht. Ich glaube, das ist erster Platin, glaube ich, so gewesen. Weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es in Diamanten Perl auch noch so war, dass eine Citrobeere 30 KP zurückbringt. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Und jawohl. Jawohl, Alter, das Nachtara ist eingefroren. Das nutzen wir jetzt aus, um einige weitere Pokémon zu heilen. Und auf jeden Fall wird mein Hundemon jetzt geheilt. Und das Hundemon, das wird jetzt unser Matchwinner. So. Mal schnell einen Trank einsetzen. Es ist schon aufgetaucht. Das soll uns aber scheißegal sein. Denn jetzt... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lass mal Mutl drinnen. So. Ich glaube, ich muss mal Wasser trinken. Aber erst einmal... Ups. Tue ich einen Attack ausführen und zwar Erdbeben. Ich habe nur noch 2 AP danach. Shit. Oh nein, es macht Tiefschlag. Das kann unser Mutl... Boah, zum Glück. Zum Glück hat es das überlebt. Denkbar knapp. Tiefschlag ist ja so, dass es eine Erstschlaggarantie hat, sofern der Gegner, also das mit Tiefschlag Schaden machen sollte. Nee, andersrum. Also das von Tiefschlag Schaden bekommen sollte, ja. Diese werden dann... Ach, was darf ich denn? Also nochmal, wenn ein Pokémon eine Attacke wie Erdbeben und so weiter einsetzen möchte oder irgendeine andere Attacke, die Schaden bringen tut, dann ist Tiefschlag vom Gegner eine Erstschlag-Attacke wie Ruckzuckhieb. So, wir machen Reckgeschmied. Denn ich weiß, dass ein Kramchef kein Feuerfänger oder sowas drauf hat. Wäre ziemlich blöd. Aber es kann Donnerwelle. Sollte uns aber... keine große Angst einjagen. Ich glaube einmal Ränkeschmied reicht. Hagelt nach wie vor. Ist ja klar, wenn Hagelalarm einen Hagel auslöst, dann bleibt er so lange, bis ein anderer Wettereffekt auftreten tut. Borschnabel, eine ganz gute Flugattacke. Ich finde die Attacke eigentlich ganz gut. Genau deshalb finde ich es auch gut. Weil es eben irgendwie dazu eine ganz hohe Volltreffer. Eine hohe Volltreffer. Ach verdammt, was ist los mit mir? Ich kann nicht mehr reden. Es hat eine hohe Volltrefferquote, glaube ich. Also zumindest bin ich so der Meinung. So, wir schmeißen unser Herbert rein und machen Surfer. Ich glaube, ich werde verrückt, dass ich so lange noch brauche, bis ich diese Melanie besiege, aber ist ja kein Wunder. Ich brauche ja auch etwas länger in den Kämpfen. Weil, die ist ja nicht umsonst. Die vierte von den Topieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie sich jetzt heilen wird. Deshalb werde ich jetzt einfach mal mit... Ach, halt's mal. Mit Stärke angreifen. Nein, sie heilt sich um. Boah. So. Die Stärke wurde ausgeführt. Und ich glaube, dass ich nach dieser Aufnahme erst einmal irgendwie einen Sprachcoach anlegen muss. Weil langsam kann ich echt... kein Wort mehr. Ich spreche Deutsch wie ein Einwanderer, der gerade eben nach Deutschland gekommen ist und nicht die deutsche Sprache drauf hat. Oder besser gesagt, der die deutsche Sprache erst seit 2 Monaten kennt und jetzt auf einmal mit komischen Sprachfehlern auftaucht. Aber naja, kann ja sein, dass ich bald einen Schlaganfall bekomme. Das ist ja ein Synonym oder wie sagt man? Ein Symptom. So. Synonym. Ich glaube, ich spinne jetzt hier. So, aber immerhin, Melanie wurde besiegt. Der nächste, beziehungsweise der letzte, der mir noch auf meiner Liste
den wir noch von der Liste streichen müssen, ist Siegfried, ja. Aber das natürlich erst im letzten Part, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen harten Kampf haben werde gegen Good Old Siegfried. Haut rein, Leute.